Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play. Ihr habt's einfach erraten, es ist wieder dieses schöne Spiel hier. Und wir bauen unseren ersten zweistöckigen Laden. Geschäfte auf allen Ebenen. Neues Achievement, also weiß auch nicht, aber wir schalten hier gerade die Achievements am laufenden Band frei. Ich hoffe, das reicht, so wie es auf der einen Etage ankommt, aber werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Sieht so aus, ein bisschen reichen. Alter, nice. Zweistöckiges Geschäft. Das ist schon eine coole Sache, ne? Ja, schon eine coole Sache. Aber ich habe in der letzten Folge angekündigt gehabt, dass wir neue Kredite nehmen. Nein, nehmen nicht neue Kredite, sondern wir bauen viel. Das heißt, wir gehen in die Höhe sozusagen. Bis das Geld nicht reicht, baue ich jetzt hier erstmal. Okay. Das war früher erreicht als geplant, aber naja. Man kann auch nicht alles haben, ne? Aber wir können jetzt einen Plaza bauen. Robuste Betonfliesen für draußen bauen. Alles klar. Okay, dann jetzt kommen wir schöne neue Büros überall dorthin. Jedenfalls ist das der Plan, zwar so große Büros. Hauptfirmensitzbüros. Hier brauchen wir noch mehr Ansehen. Zwar ziemlich viel mehr Ansehen, aber naja. Naja. Hier würde ich jetzt schon ganz gerne natürlich hier alles belegen und ich würde hier ganz gerne eigentlich alles mal nutzen. Aber da fehlt natürlich aktuell ein wenig das Geld dafür. Dessen bin ich bewusst, aber das wird ja sich hoffentlich demnächst ändern. Vielleicht ist es auch eine ganz kluge Idee, nicht direkt hier überall die volle Breite zu bauen, sondern einfach mal nur so weit zu bauen, wie wir das für diese Büros hier benötigen. Aber das werde ich gleich dann noch sehen. Wir können auch wieder ein bisschen Tamtam bestimmt bald mal benutzen. Ne? Aber so wie es aussieht, benötigen wir 1220 Tamtam für die nächste Medienkampagne. Naja. Naja, ich richte erstmal hier fröhlich neue Büros. Jedenfalls soweit es für mich möglich ist. So, Finanzbüros, größere Auswahl an Restaurants. Wenn alle mehr Restaurants haben, ist doch scheiße. Aber mehr Restaurants können sie eigentlich auch haben. Weil sie ja so die bitten. Deshalb, aber nur deshalb. Gourmet-Restaurant. Mm. Das klingt auch lecker. So, dann mache ich einfach nochmal eine Food-Etage nochmal dazwischen. Eine außerplanmäßige. Das ist natürlich hier eins zu viel. Wasser. Marsch, aber Strom natürlich auch gleich. Und jetzt Wassermarsch. Dann auch schon das Diner rein und noch ein nettes kleines Café und dann flutscht die Sache ja bestimmt schon viel, viel besser. Oder auch nicht. Ah, ja gut. Hab ich gesagt. Ja gut, das hab ich, aber naja. Kauf schon, wie viele Fressmöglichkeiten wollt ihr jetzt denn noch haben? Ist doch nicht mehr normal. Ist doch nicht mehr normal hier bei den Leuten. Also dann Fast Food hier. Und dann auch mal hier was ein bisschen. Dann ein bisschen Strom und natürlich direkt noch Wasser hinterher. Oh, das wird teuer jetzt hier. Naja, was wir auch nochmal zwischenschieben könnten, wäre glaube ich so eine neue Renovierungssache. Alter, das ist natürlich ultra teuer schon wieder, ne? Das ist krank, wie viel es kostet, ja, alles zu renovieren immer. An großen Restaurants, alles klar. Da wird die falschen Restaurants gebaut, so wie es aussieht. Große Restaurant, ja, die wollen große Restaurants haben. Das ist sehr, sehr schlecht eigentlich.
Oh, das heißt, ich muss jetzt wirklich noch aufstocken wieder, weil ich sonst keine großen Restaurants bauen kann. Zwei Etagen gibt es mit voll neuen großen schönen Restaurants dann. Das ist echt ein bisschen scheiße. Naja. Gut, ich würde jetzt einmal ein bisschen hier warten. Oder Infrastruktur, was gibt es denn hier? Infrastruktur, Betriebskosten minus 50%. Why not eigentlich, ne? Das würde sich auch ein bisschen die Wartung reduzieren vom Geld her. Nein, tut's nicht. Aber naja. Senkt die Betriebskosten, heißt am Ende mehr Geld. Jedenfalls ist das der Plan. So, dann hier mal eine schöne italienische Restaurant reinzimmern. Strom, Wasser, Gas brauchen die. Wasser. Und zu guter Letzt noch etwas Gas. Okay. Das reicht wahrscheinlich noch nicht, weil es noch nicht fertig ist. Aber wenn es fertig ist, dann erreicht es ihn vielleicht auch schon. Nein, natürlich nicht. Natürlich, natürlich, natürlich nicht. Wir können noch ein paar schöne Lehnen rein. Hab jetzt aber nicht mehr genug Geld dafür. Ja. Stromanschluss brauchen die dann. Ah, das ist ja gleich nochmal ein neuer Laden. Das ist natürlich immer super. Und da gehen wir gerade eigentlich recht steil, was das so angeht, finde ich. Und wieder gerade wirklich hier für ordentlich neue Sachen sorgen, jedenfalls gefühlt. Aber ich denke mal, das ist einfach typisch bei so einem Spiel, dass einfach dann die Wachstumskurve so ein bisschen da ist. Ein Brunch-Spot wäre auch was Tolles, aber wir haben ja leider gerade kein Geld dafür. Aber jetzt haben wir genug Geld dafür. Das Ansehen steigt. Alter, wie wir gerade die Achievements im Freischalten sind, ne? Erreicht das Ansehen von 10, ne? Super. 8000 haben wir natürlich auch zur Verfügung. Das ist schon nicht gerade wenig, meiner Ansicht nach. Auf den Schreck verlege ich erstmal Wasser und Gas. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt ein wenig, warum man hier die ganzen noch wieder entfernen kann. Die Konjunktur der Stadt erlahmt. Mieten und Kosten kehren auf ihr normales Niveau zurück. Och nö, ich will nicht aufs normale Niveau zurück. Aber was ich jetzt erstmal, glaube ich, wirklich will, wenn wir schon mal so ordentlich Geld beisammen haben, ist hier alles zu renovieren. Endlich mal. Revisionsdienst, Kommunikation. Also die wollen ja wirklich alle möglichen Dienstleistungen haben. Okay, dann wollen die auch alle möglichen Anschlüsse natürlich indiziert haben. Telefone noch. Oder noch Kabel-TV. Das soll dann hoffentlich mal reichen. Dann bauen wir erstmal ordentlich Dienstleistungen hier unten wieder auf. Wasserflaschen. Nein, nein, nein. Professioneller Revisionsdienst. Firmen, Kommunikationsdienste passen nirgendwo hin. Es gibt sonst noch so hier Firmen, ne, gerade Zeitarbeiterdienste. Oh, wir haben halt gerade hier unten nichts an Platz gerade. Das ist echt scheiße. Und das war schon wieder mit dem Geld. Erstmal so eine schöne Reihe lang gezogen und dann schon wieder direkt pleite hier. Aber dafür die Belegschaft, die geht gerade tatsächlich ziemlich weit nach oben.
Das heißt, da kriegen wir bald wieder hier 3000. Juhu. Und ein Ansehen. Ein Ansehen ist gut. Ein Ansehen ist immer gut. Ja. So, die Frage ist natürlich, dass gleich wieder Geld reinkommt. Telefonanschluss wird hier unten benötigt. Soon, kann ich dazu nur sagen. Oh, jetzt sieht er uns leider nicht erreichbar. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Wir können ein Loch durch die Decke bohren. So, jetzt. Erstmal das hier unten fertig machen. Dass die unten mal anfangen können. Oh, das ist schon wieder welcher Ort gemoved. Gleich, lass es mir mal anzeigen, gleich. Ich verteile nur noch kurz ein bisschen Telefon. Och nö, Verteilerschächte fehlen hier unten auch, dann noch komplett, aber. Ach du heilige Scheiße, die verpissen sich ja gerade alle. Wir brauchen mehr Telefonanschlüsse schon wieder. Anzeigen, oh Gott, da sind welche ausgemoved. Und noch irgendwo dachte ich jetzt, aber. War es vielleicht irgend so was Einzelstehendes irgendwo am Ende der Welt? Da dann auch nicht unbedingt dringend schlimm ist, dann bauen wir hier nochmal ein großes Restaurant rein, einfach. Ungeachtet dessen, was davor hier stand. Bisschen beeilen können die sich halt auch manchmal, ne? Ich komme gerade echt nicht mit meinem Plan hinterher, eigentlich, aber naja. Ich glaube, ich brauche mal mehr Baudinger. Damit das Ganze ein bisschen fixer geht, aber dann kostet natürlich auch wieder Geld und alles. Das ist natürlich dann wieder blöd. Sportsbar passieren, die brauchen fast alles eigentlich hier. Das ist da, das ist da, das ist nicht da. Was ist auch nicht da? Gas ist nicht da, dann kann hier noch ein bisschen was hin. Telefon bestimmt nicht, aber. Ja, sehen wir gleich, was sie benötigen. Ja, wahrscheinlich alles zu reichen, was wir haben. Wir können große Kunstwerke machen. Ja gut, dann wird ja große Kunstwerke freigeschaltet. Ja, 25.000, warum nicht, ne? Easy. Dann möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen mehr meinen Plan festhalten. Oh, die brauchen ein Telefon hier oben. Brauchen Strom hier oben. Da oben brauchen Kabel-TV. Gut, dann. Der hat doch gerade gekriegt, was sie wollen, Alter. Manchmal ist halt auch so die Sache, ne? Manchmal zweifle ich halt einfach an den Leuten. Was habt ihr jetzt für ein Problem? Nicht genug Ansehen, scheiße. Zu laut, ein strenger Geruch. Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst. Das machen wir jetzt einfach mal. Sicherheitsdienste, Strom und Telefon wollen die nur. Strom und Telefon.
Warum hauen jetzt hier alle ab? Ja, ihr kriegt ja gleich euren Sicherheitsdienst. Mann, strenger Geruch, ja. Die wollen ja Restaurants haben, aber auch nicht daneben leben, ne? Ist schon scheiße, dumm zu sein, ne? Das Gute ist, dass immer schon mal so Strom und alles schon mal so langsam verlegt haben eigentlich. Ja, Sicherheitsdienst, nur regelmäßige Kontrollen schrecken gar genau und ab. Ja, als ob die in so ein Hochhaus einbrechen, dann so erstmal den 10. Stock hochkraxeln, ne? Genau. Ja, jetzt habt ihr einen Sicherheitsdienst, freut euch. Gott. Naja. Ich jedenfalls expandiere jetzt erstmal ein bisschen in die Höhe. Und da haben die sich schon wieder verpisst. So, erstmal ordentlich aufgestockt. Nicht genug aufgestockt. Jetzt genug aufgestockt. Eigentlich wird es jetzt schon mal langsam Zeit für so ein Wartungsbüro. Nee, großes Wartungsbüro. Kann man diese Konstruktionsbüro-Dinger überhaupt bauen? Wo ist es überhaupt? Mit Baupersonal, solange sie können nur ein Konstruktionsbüro gestattet. Dann dürfen da nicht mehr Leute sein, die bauen dürfen. Natürlich ein bisschen scheiße mit einem Konstruktionsbüro, ne? Die haben brauchen Telefon und Strom. Was haben sie? Mindestens 9, Alter, wir haben nur noch 6 Ansehen. Fuck. Wir können Plaza machen. Woo. Sitzgruppe. Und da ziehen sie alle aus, einer nach dem anderen. Nein, es ist schon ein bisschen nur bereits belegt. So, wir haben noch 4 Ansehen, als ob. Yay, erstmal Geld für irgendwelche teuren Gemälde ausgeben, aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Ja, gut, sind die hier oben, die immer noch die, aber. Das nervt mich gerade richtig hart, dass die so am Ausziehen sind. Weil ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, warum. Strom, Wasser, Gas. Ist da. Die ziehen halt ein und die ziehen halt direkt wieder aus. Warum? Kommt schon hier oben. Ihr müsst doch welche Probleme haben, mindestens. Ja, weil wir nicht genug Ansehen haben, ne? Die Etage braucht mehr Abfallbehälter. Die brauchen Abfallbehälter. Abfallbehälter, bitte. So, Abfallbehälter, Müllsammelraum. So. Dann läuft das schon mal ein bisschen an.
Kommunikationsdienste. Kein Problem, Strom und Telefon brauchen die nur. Easy, dann haben wir das auch gleich geschafft. Weil dann freut ich das auch mehr. Aber ansehen, warum ist das so am Keller gerade? 8 Ansehen durch die Belegschaft. Minus 6 durch Umzüge und Räumungen. Ist halt nicht dein fucking Ernst. Wir gerade so viele Baustellen hier haben. Ah, es hatte schon einiges, ne? Das muss alles schön abgearbeitet werden, so langsam. Ja, ist kritisch, ist kritisch, ist kritisch. Weil wir halt einfach gerade zu viele Baustellen halt haben, ne? Strom, Wasser, ein bisschen so ein Zeug. Strom, Telefon haben die halt hier nicht. Brauchen die vielleicht. Wasser brauchen die auch, was brauchen die noch alles? Strom, Telefon, Wasser, bevorzugt niedrige Etagen. Aber sonst erwarten, haben die alles, was sie erwarten, das ist ja schon mal was. Was mich so gesehen schon mal ganz glücklich macht, dass die schon mal so weit alles haben, was die auch wollen. Ja gut, aber du bist jetzt halt die Miete ein bisschen durch, ne? Das ist ja gerade mal ein bisschen eine kleine Ansehensflaute hier da ist. Ja, Technikbüros wollen die. Dann hier natürlich so ein bisschen Strom und Telefon wollen die wahrscheinlich alle haben. Zeitarbeiterdienste wollten die ja noch, habe ich gesehen. Das kriegen die natürlich ganz gerne in den Arsch geschoben von mir. Und zwar richtig tief und trocken. Würde ich sagen, wenn wir genügend Platz hätten, haben wir aber gerade nicht. Das ist natürlich schlecht. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass wir gerade keine Zeitarbeiterdienste haben. Aber das Ganze haben wir dann bestimmt in der nächsten Folge, denn da geht es ja nicht weiter gleich. Und dann haben wir auch gerade hier 1000, Alter. Büros. Mehr zufrieden bei allen Büroarbeitern. Das ist doch eine schöne Sache. Und da würde ich mal sagen, verabschiede ich mich so langsam von euch. In der nächsten Folge geht es ja natürlich wieder weiter. Mit viel Glück und Freude. Bis dahin, macht's gut, der Team und euer Lukas.